Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das wahrscheinlich jedem Aquarianer früher oder später in seiner Laufbahn schon mal über den Weg gelaufen ist. Und zwar geht es um Luftheber. Und da sind mir ein paar Schwächen aufgefallen, vor allem im Zusammenhang, wenn man sie mit den oft beliebten Hamburger Mattenfilter oder diesen Schwammfiltern einsetzt. Und die zeige ich euch und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. In diesem kleinen 25-Liter-Becken, das ich als Genpool für meine Garnelenzucht verwende, ist mir aufgefallen, dass das Wasser nicht mehr klar wird, trotz laufenden Schwammfilter. Die Bläschen steigen doch schön hoch, aber das Wasser ist einfach trübe. Ich muss dazu sagen, dass dieses Aquarium eigentlich fast schon gar keine Filterung braucht, da hier ein Tripsystem dran hängt und sozusagen jeden Tag die Hälfte des Wassers komplett getauscht wird. Und als ich aber diesen Luftheber hochgehoben habe, habe ich gesehen, dass da zwar Luftblasen rauskommen, aber überhaupt kein Wasser. Und hier sehe ich halt einen Schwachpunkt für diese Art Filter. Da natürlich, wenn man denkt, wenn die Bläschen hochsteigen und es schön blubbert und sich auch die Oberfläche bewegt, dann läuft auch Wasser. Ist aber gar nicht der Fall. Das heißt, der Filter ist eigentlich komplett aus, obwohl das nicht sichtbar ist. Noch schlimmer wird das bei dieser Art von Schwammfiltern, da man hier überhaupt nicht mehr sieht, ob tatsächlich Wasser durch diesen Filter bewegt wird, da immer Bläschen aufsteigen, egal was ist. Also habe ich den Filter jetzt natürlich mal rausgebaut und ihn von dem Halter, sagen den Schwamm da entfernt und habe den dann in Aquariumwasser ausgespült. Dabei war der schon richtig fest geworden und wenn man hier so schaut, sieht man, dass es diesen ganzen Mulm rausdrückt. Es gibt hier verschiedene Gründe, warum diese Schwammfilter so beliebt sind. Einer ist der unschlagbar günstige Preis und das macht sich natürlich bemerkbar, gerade wenn man mehrere Aquarien betreibt. Das andere ist die Tatsache, dass wenn man sie mit Luftheber betreibt, es keine mechanischen Teile gibt, die da drehen und somit auch nicht blockieren können. Und man kann das auch schön zentralisieren, so wie ich das ja auch habe, mit einer großen Luftpumpe. Wenn ihr das Video dazu noch nicht kennt, über diese Hylea-Luftpumpe, dann blende ich euch das jetzt mal oben rechts ein. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Aber der andere Aspekt, der oft ins Feld geführt wird, als Vorteil, den ich aber eigentlich als Nachteil ansehe, ist die Tatsache, dass er mechanische und biologische Filterung kombiniert. Das heißt, mechanisch, es werden die Trübstoffe aus dem Wasser gefischt. Das war mir jetzt aufgefallen, dass das bei mir eben nicht mehr funktioniert hat. Und zum anderen erfüllen sie natürlich auch die biologische Filterleistung. Das heißt, sie bauen Ammonium in Nitrit und Nitrit in Nitrat um. In ganz geringen Teilen schaffen die es auch sogar, Nitrat abzubauen oder zu reduzieren. Das wird aber nicht durch die Oberfläche des Schwammes bewerkstelligt, sondern durch den aufgefangenen Mulm, auf dem dann die Bakterien zum Großteil lagern. Und wenn ich jetzt natürlich den Schwamm reinige, ist natürlich, auch wenn ich das in Aquariumwasser tue, der Großteil dieses Mulms verschwunden und somit auch der Großteil meiner biologischen Filterleistung. Wie gesagt, für dieses Becken ist mir das komplett wurscht, weil hier sowieso jeden Tag die Hälfte des Wassers gewechselt wird. Wenn das nicht der Fall ist, büße ich hiermit sozusagen einen Großteil meiner Filterleistung ein. Und ob das dann immer so gewünscht ist, hängt natürlich vom Aquarium ab. Ich denke mal, in den meisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Das heißt also, man braucht eigentlich immer mindestens zwei Filterschwämme, die man dann in regelmäßigen Abständen abwechselnd reinigt. Da man ja nicht aus der visuellen Wahrnehmung heraus den Durchfluss sofort erkennt. Es sei denn, man macht das wie hier ein bisschen erhöht, dann sieht man natürlich, ob Wasser rauskommt. Dann ist aber auch die Geräuschbelästigung höher. Das mag in so einem Fischraumsetting, wie ich hier habe, egal sein. Für die gute Stube kann man das vergessen. Des Weiteren gibt es aber auch Systeme, die es erlauben, einen Filter mit mechanischer Filterung und biologischen Filtermedien als Luftheber zu betreiben. Auf solche Settings gehe ich dann sicherlich in zukünftigen Videos mal ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal eure Erfahrungen mit Lufthebern und
filtern unten in die Kommentare. Ein Daumen nach oben wäre auch super. Und falls ihr euch schon gefragt habt, was dieser zweite Schwamm ist, das ist kein Filter im klassischen Sinne. Das ist nur der Garnelenschutz für den Überlauf. Weil ja, wie am Anfang schon gesagt, das hängt hier an einem Durchflusssystem und da läuft praktisch, wenn ein gewisser Wasserstand erreicht ist, das in ein anderes Aquarium über. Und damit da keine Garnelen mitgehen, habe ich diesen Schwamm da eingebaut. Ja, und das war es dann auch schon wieder für heute. Wie gesagt, Daumen hoch wäre super. Abo nicht vergessen, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und bis demnächst bei Dux Aquaristik-Experimente.